Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Tomb Raider. Jo, ja, wir starten hier, weil ich das Spiel zwischendurch geschlossen habe und deswegen nicht mehr da hinten stehe, sondern hier. Hatten wir da hinten irgendwas eingesammelt? Ich weiß nämlich nicht, ob das irgendwie nicht gespeichert wurde. Ich glaube, das wurde nicht gespeichert, obwohl, okay. Gut, okay, dann gehen wir mal weiter. Was war nochmal unsere Mission? Ich weiß es nicht mehr genau. Können wir hier rauf? Können wir nicht auf den Truck? Komm schon, lass mich da rauf. Schade. Ich habe gehofft, wir kommen von da aus vielleicht dort oben hoch. Aber wie es aussieht, ist es leider nicht so. Haben wir hier noch irgendwas interessant? Aha. Huntes. Ich weiß es nicht. Im letzten Part, unter dem letzten Video, wurde mir geschrieben, dass der Sound ein bisschen leise war. Allerdings glaube ich, dass ich das nicht anders machen kann, weil in manchen Passagen die Spielsounds, die Soundeffekte, zu laut sind und dafür dann die Stimme aber zu leise und dies, das. Und das ist im Menü. Eine Einstellung. Das ist das Problem. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das handeln soll. Fackeln wir mal erstmal unsere Fackel an. Jo. Was bekommen wir hier diesmal drin? Wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Schön. Schön. Beide Münzen gesammelt, das ist super. Okay. Wie es aussieht, wieso schleichen wir hier? Ist hier irgendwas? Da ist einer, okay. Ich will den Bogen, bitte. Okay, easy. Ist da noch irgendwer? Nein, okay. Ach doch, da oben sind noch zwei. Shit. Den habe ich nicht getroffen, verdammt. Easy! So rum und... Ich konnte das gerade wechseln. Ha. Egal. Also die Sichtweise konnte ich wechseln. Irgendwie. Wieso baut man sowas hier? So eine super tolle Brücke. Das macht ja total Sinn. Finde ich. Fast. Eigentlich gar nicht, aber pst. Sag's keinem. Ich wollte hier definitiv nicht runterfallen. Wo kann man da vielleicht langklettern? Ich glaube aber eher nicht, oder? Nee, sieht nicht so aus. Hier ist eine Truhe. Und hier ist ein Geocache. Moment. Ich muss da irgendwie hoch. Doch außenrum krabbeln? Ich glaub schon, oder? Das ergibt für mich gerade am... Kann ich mal bitte... Hä? Eben konnte ich da noch runterfallen. Wieso geht's jetzt nicht? Okay. Okay, nein, es geht nicht mit rumkrabbeln. Okay. Ah, von hier aus hoch, okay. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Hä. Wahrscheinlich japanisch. Leertaste zum Springen. Oh. Verdammt, habe ich da oben jetzt noch was verpasst oder so? Ich weiß es nicht. Shit. Es ist eiskalt. Ja, ich beeile mich ja schon, Lara. Aber C kann ich wechseln, okay? Wo sind die? Hä? Okay. Wie es aussieht, nicht hier. Erstmal hole ich mir dieses Tagebuch. Was ich mir aber nicht anhören werde. Ihr könnt ja auf Pause drücken. Das geht nicht, okay? Moment. Komm schnell!
Irgendwer hat gesagt, wir sehen nach, ob hier irgendwer ist, okay? Ich hoffe. Ich kann hiermit, oder während ich crouche, kann ich nicht. Vorsicht, Vorsicht, es ist voller Benzin. Wo, wer, was, wie, warum? Wofür brauchen Sie das? Generator von uns. Für den Turm. Wie zum Teufel kriegen wir es die Treppe rauf? Gute Frage. Wir lassen es erstmal stehen. Und holen ein paar von den anderen, damit sie uns helfen. Sollen wir recht sein. Dann los. Oh shit. Komm schon, dein Ernst! Wieso treffe ich denn? Oh mein Gott, was ist denn mit mir? Oh! Gott, bin ich dumm! Mann, bin ich. Ich bin schlecht vor allem. Oh Gott, da kommen ja noch mehr! Geh! Krepier! Ihn haben wir. Wir haben ihn. Okay. Ah! Hi! Oh, ha, hi! Halleluja! Huh! Okay. Was ist hier noch so? Drücke. Oh! Waffenmodifizierung verfügbar, okay. Verbessern Sie Waffen im Lager. Ja, okay, macht Sinn. Kann ich. Nein, da kann ich nichts aufschrobeln. Aber ich kann mir hier die Leiche untersuchen und Waffen nehmen. Pfeile meine ich. Aber wir sind schon voll, okay. Das macht irgendwie wenig Sinn. Haben wir hier irgendwas auf dem Boden liegen? Nee, ne? Ha. Wir hätten das Fass anschießen können mit der Waffe, verdammt. Natürlich sehe ich sowas immer erst viel zu spät. Aber gut. Wo kommst du denn her? Heilige! Wo kommst du denn her? Jungchen! Echt jetzt? Wo kamst du her? Standst du hier? Ich hab dich eben nicht gesehen. Ha. Okay, wir haben hier eine Lampe, okay? Ah, cool. Ne, was haben wir? Ach doch, wir können die Lampe werfen. Okay, das ist cool. Fliege. Was können wir damit denn anfackeln? Wir behalten die Lampe einfach mal. Okay, wir behalten sie nicht. Hat sich erledigt. Hier fliegt irgendwas rum. Mann, das ist nicht cool. Moment mal. Können wir hier die Tür vielleicht aufbrechen? Nein. Die Tür vielleicht auch nicht. Müssen wir vielleicht eine von den Lampen versuchen hier durchzuwerfen? Das würde für mich jetzt am meisten Sinn ergeben. Oder Moment, haben wir hier vielleicht... Ja! Das Glas sieht zerbrechlich aus. Welches? Das? Ich will aber erst das hier anfackeln. Ah, wir haben eine Herausforderung bekommen. Transparente zerstören, okay. Kann ich das... Nee, kann ich nicht. Vielleicht auftreten oder so? Nee. Wir haben hier noch eine Lampe, okay. Ich versuche die Lampe echt mal da durchzuwerfen. Hä? Vielleicht da rein? Ja, wir haben hier noch eine Lampe haben wir noch. Ansonsten weiß ich halt echt nicht, was ich hier anfackeln soll. Wir müssen da auf jeden Fall hin. Ich werf mal da rein. Nichts. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Ja, okay.
Oder das Glas hier. Cool. Hä? Ah, lol. Okay, habe ich nicht gesehen. Okay. Ja, hier hoch. Und jetzt brauche ich eine Lampe. Ja. Jetzt brauche ich eine Lampe. Die muss ich jetzt da reinwerfen. Heiliger Bambambuich. Krass. Ey, wo liegst du? Ach, da. Eine neue Waffe, Leute. Schön. Das ist sehr geil. Beende es. Bitte. Fahr zur Hölle. Wäre es vielleicht irgendwie interessant gewesen, wenn ich den überleben lassen hätte? 1, 2 und 4, okay. Nachladen. Nachladen kann ich nicht. Okay, ich benutze mal die Waffe ein bisschen. Wäre dann vielleicht irgendwas passiert, wenn ich den hätte leben lassen? Das wäre mal... Wäre mal interessant zu wissen, Leute. Falls ihr das wisst, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ob das jetzt irgendwie vielleicht was im Ending ändert oder so. Ob der nochmal irgendwann wiederkommt vielleicht. Keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall echt... Es wäre echt interessant zu wissen. Kann ich da irgendwas machen? Nee. Ha, okay. Konzentration. Hab ich alle? Komm, der da oben muss noch. Headshot, Bitch. Das war, um ehrlich zu sein, einfacher als erwartet. Ich habe jetzt gedacht, ich stelle mich so richtig, richtig dumm an. Kann ich das irgendwie... Danke. Das Licht blendet nämlich so ein bisschen. Das war, wie gesagt, echt einfacher als erwartet. Holy shit. Ich habe jetzt eher gedacht, ich brauche hierfür ein paar mehr Versuche. Aber okay, gut. Dann halt nicht. Und wir haben beide Geocaches. Whatever. So, jetzt müssen wir da einmal hoch. Das machen wir von hier aus. Whoop. Nice. Okay. Die Leiche einmal untersuchen, genau. Hier haben wir ein Lager, schön. Sehr schön. Da setze ich mich auch gleich mal ran, denn wir haben ja erstmal einen Fähigkeitspunkt, den wir auch irgendwo rein investieren werden. Halten Sie im Kampf mehr aus. Werfen Sie Ihre Feinde mit Steinen Dreck ins Gesicht, um sie... Wir halten mehr aus, wir wollen definitiv ein bisschen mehr aushalten. Obwohl ich momentan ja eigentlich damit gar keine Probleme habe, ne? Und wir rüsten noch eine Waffe aus. Was ist denn mit der hier so? Größeres Magazin, ja? Dafür brauchen wir gepolsterte Bolzen. Nee, was? Ja, das können wir aber noch nicht wählen, oder? Ach, das brauchen wir. Ah, okay. Polsterung, Griff und Stabilisierung. Zwei mit Klebeband verbundene Magazine erhöhen das Nachladetempo. Das ist sehr gut. Aber das brauchen wir momentan eigentlich nicht. Ich würde gern... Das haben wir komplett. Haben wir auch komplett. Ich würde gern hier mal ein bisschen was rein investieren. Wir haben ja 500. Ich würde sagen... Ich brauche den Dreierschuss eigentlich nicht, nein. Damit den Schaden... Ja, den Schaden erhöhen. Das ist eine super Idee. Schaden erhöhen ist immer schön. Können wir sicherlich noch irgendwas hier upgraden. Ja, entweder... Schussfrequenz erhöhen oder... Ja, komm, nehmen wir dieses zusätzliche Magazin. Ist, glaube ich, ein bisschen besser sogar.
Okay, gut. Dann mal runter. Dort einmal rein. Mal sehen, was hier so ist. Irgendwas Interessantes? Ja. Vater Matthias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Was hat es mit diesem Matty auf sich, Alter? Das ist... Alter. Am Anfang kam der mir noch relativ cool vor, so relativ in Ordnung. Aber so mittlerweile, weiß ich nicht, habe ich so das Gefühl, der hat so ein paar Probleme mit Menschen. Mit neuen Menschen. Was ist hier, Alter? Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erst mal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Oh Mann. Schon wieder klettern. Großartig. Oh. Schön. Klettern macht doch immer so viel Spaß. 6. September. 6. September, cool. So, nochmal kurz alles einsammeln hier. Noch ein paar mehr Punkte, genau. Denn Leute, hier beenden wir den Part. Ich brauch Feuer. Ich brauch Feuer, ich will dieses Wappen hier zerstören. Da haben wir Feuer. Schön. Schön, 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 schön. Ein bisschen Feuer. Schadet nie. Zack. 2 von 4 Wappen zerstört. 5. Okay, 2 von 5. Gut, Leute, dann würde ich sagen, hier beenden wir den Part. Ich habe schon den perfekten Namen für den Part, ey. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.